Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lords of the Fallen. In der letzten Folge haben wir endlich dieses komische Portal beendet, in dem wir festgesteckt haben. Und wir waren ja dann immer noch auf der Suche nach den ganzen Schriftzeichen, die überall an den Wänden verteilt sind. Oh Mann, das kann doch unwahr sein. Eins haben wir auch noch gefunden. Allerdings konnte ich mir leider echt überhaupt nicht merken, wo noch die ganzen anderen Dinger versteckt sind. Deswegen ich jetzt gerade hart am Überlegen bin, ob wir dann nicht vorsichtshalber einfach mal zurückgehen sollen. Nur weiß ich jetzt gerade leider auch überhaupt nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Ich bin voll verwirrt gerade. Shit. Ich glaube, ging es hier weiter? Patsch. Das Doofe ist halt, dass wir auch noch nicht speichern konnten. Was bedeutet... Oh shit. Was, wenn die uns kriegen, uns platt machen? Schnell dadurch. Den Weg habe ich jetzt mehr intuitiv gefunden als mit Verstand. Das war jetzt mehr Glück als alles andere, glaube ich. Aber irgendwann reicht es ja auch mal mit dem Rumgesuche. Und ich habe gerade zwischen den Aufnahmen noch mal ein bisschen geschaut, aber naja. Nicht wirklich was gefunden. Ey, das wollte ich doch gar nicht. Ich will an den Stein. Haben wir da immer noch was? Oh, das ist sehr gut. Ich muss mal eben schauen, wie viel brauchten wir für Glaube der letzten Stufe? 21. Dann werden wir das auch erstmal erfüllen. Weil wir benutzen ja relativ häufig den magischen Handschuh. Kann ich das nochmal haben? Ach, schade. Ach so, dann kriegen wir also nur Tränke, wenn die kleinen Kristalle da oben drumherum flattern. Oh, bitte. Oh, nee, der ist wieder da. Ist nicht euer Ernst. Okay, machen wir ihn halt nochmal weg. Wenn der uns nicht wegmacht. Lol. Ich habe nicht gesehen, dass der Flammenstoß gemacht hat. Da hat er uns mal knallhart verbrannt. Es soll möglich sein, die Roga mit bloßen Händen und ohne Rüstung zu bekämpfen. Man nimmt jedoch an, dass diejenigen, die es versucht haben, nicht mehr davon berichten können. Komm nochmal rüber, Kleiner. Oh, schön. Unsere Tränke sind wieder voll. Das finde ich sehr löblich. Dass du eine 8 Schaden machst, interessiert mich einen feuchten Dreck. Ich will gar nicht wissen, was die eigentlich für ein Damage machen, wenn die mal wirklich abgehen. Aber dass diese Statuen hier überall rumstehen, tut mir leid, das lässt mich einfach nicht in Ruhe. Alter! Ja, komm mal da runter. Das ist so ein mieses Mistvieh. Oh ne, weg, weg. Weg! Den Scheiß machst du mit mir nicht nochmal, Junge. Warum brennt hier denn jetzt? Der hat doch noch gar nicht angefangen, Feuer zu spucken. Was soll das? Alter, hört mal auf, bitte. Hallo. Geh aus. Ey. What the fuck? Ach, Moment. Hier war nur die
Ja, egal. Jetzt machen wir ihn nicht auch noch weg. Hau nicht ab! Ach, scheiße. Och, ja sicher. Der Treffer, den wir ihm verursachen. Dass das keine Reichweitenbegrenzung hat. Alter, wieso komme ich nicht durch die scheiß Tür? Elegant ausgewichen. Naja, was heißt elegant? Hier muss, glaube ich, die andere Seite lang. Ganz im Ernst, diese Statuen finde ich irgendwie merkwürdig. Die Dinger lassen mich auch einfach nicht in Ruhe, ey. So, der macht schon mal so schnell gar nichts mehr. Da habe ich nämlich keinen Bock drauf. Miese Schweine. So. Da waren wir, glaube ich, auch schon drin. Ja. Genau. Halt, da war noch eine Schrift an der Wand. Komm, platz einfach bitte. Ey, dass man den mit dem Schild nicht blocken kann, ne? Finde ich so fast von unfair. Der uralte Tempel ist verschwunden. Es ist besser so. Auch die Roga sind verschwunden. Und der Gott fand sein Ende. Ein neues Zeitalter ist angebrochen. Das Zeitalter der Richter. Wir werden neue Tempel bauen, um die Richter zu ehren, die diese Welt befreiten. Na, ich weiß ja noch nicht so wirklich. Wenn das nur solche Typen waren wie Harkin, dann bin ich einigermaßen beeindruckt. Und auf der anderen Seite doch wieder nicht. Weil ein paar oder drei Ritter, die alle so drauf sind wie der. Ja. Dann wundert es mich überhaupt nicht, dass Adian verloren hat. Was macht der da die ganze Zeit? So, jetzt wollen wir aber mal hier durch. Das hatte ich schon vor ein paar Folgen versprochen, glaube ich, dass wir da durchgehen. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch schon durch waren. Ich glaube nicht. Ich meine, wir waren zurückgegangen, um diese Schrift, die Runen. So, das wollte ich. Um die Runen zu finden. Da fiel mir gerade das Wort Runen nicht ein. Ach komm, hier sind wir wieder. Stimmt. Lass das sein. Jetzt sind wir eigentlich umsonst gelaufen. Shit. Mann, das ist doch... Au, au. Lass das. Das ist echt nicht fair. Naja, den einzigen Vorteil, den das jetzt hatte, ist, dass wir... dadurch an die Schrift gekommen sind, die da oben noch an der Wand stand. Ich glaube, ich verlaufe mich hier gerade so ein bisschen. So viel zum Thema Intuition. Ha! Toller Witz. Oh Mann. Da könnten wir wieder einen Facepalm für verteilen. Ah, jetzt sind wir wieder an der richtigen Stelle. So. Hier waren wir noch nicht weitergegangen. Zum einen. War uns nämlich hier noch ein Tyrann im Weg, den wir beim letzten Mal schon aus dem Weg geräumt haben. Oh Gott. Warum musst du Arsch das jedes Mal machen? Mit mehreren angreifen ist sau unfair. Ich bin auch alleine. Vorsicht, Gattgard, die platzen. Doch schön, dass sie das überhaupt nicht interessiert. So, ich meine, hier waren wir auch schon drin. Und
Genau, hier war ein Speicherpunkt. Den würde ich auch gerne wieder freilegen. Du kamst die Treppe, glaube ich, nicht hoch. Oh. Dafür haben wir den Dicken diesmal auf der Treppe hängen. So. Der ist weg. Die Tür ging von hier nicht auf. Beim letzten Mal kam die hier nicht hoch. Ich gehe mal durch. Oh, Scheiße. Aua. Alter, der killt uns. Das ist so ein unfaires Schildschwert-Kombo. Die will ich auch können. Warum stellen die sich genau in dem Moment, wo ich mit dem Ding abdrücke, eigentlich immer so hin, dass ich die nicht mehr treffen kann? Alter! Muss das Abplatzen der Rüstung jetzt mit meinem Schild blocken? Boah, der Typ, ne? Der gibt mir Hammer auf die Nüsse. Ist eine Pestbeule, der Kerl. Darf ich bitte speichern? Die investieren wir auch direkt. Dann speichere ich nochmal. So. Vater, ey. Speichern, ja, ich weiß. Wie werden mir diese Tipps da oben eigentlich noch angezeigt? Solange bis ich die ausstelle? So, jetzt wollen wir mal wirklich weiter vorwärts kommen hier. Da ist noch eine Tür. Kriegen wir die auf? Tür von der anderen Seite blockiert. So, wo ist jetzt der Fatzke, der uns vorhin hier noch beschossen hat? So, ich habe gedacht, das wäre erst. Okay, nicht schlimm. Nur in einer der Folgen hatten wir hier ein Schwert aus dem Boden gucken. War wirklich nur ein Spielfehler. Diese Vasen, die hier überall liegen, haben mich gerade ein bisschen verwirrt. Nicht so wild. Ui! Den hatte ich schon ganz vergessen. Wir waren ja schon kurz hier gucken. What the fuck, wie siehst du denn an, Alter? Vor ihm steht einer und er, wie sieht den Käfer denn an? Das werden wir wahrscheinlich nicht aufkriegen. Ohne Hebel zumindest nicht. Adir weiß, was gut für uns ist. Er mag Roga schicken. Gehorcht ihnen. Er mag Herrscher schicken. Hört auf sie. Seid dankbar für ihre Weisungen. Sie sind wissend. Ihr seid es nicht. Wir sollen auf die Roga hören. Die dir ein Schwert vor die Schnauze hauen und sagen, jetzt verpiss du dich hier. Das war ein leicht verdiente EP. Ich glaube nicht, dass wir ihm hinterher springen sollten. Ist hier auch. Hui! Hi! Entschuldigung, mit Besuch habe ich heute gar nicht gerechnet. Deswegen habe ich gar nicht aufgeräumt hier. Doch, habe ich schon. Aufräumen kann man ruhig mal machen. Bisschen komisch, der ganze Gang hier. Da ist nichts drin. Entschuldigt, wenn ich gerade ein bisschen vorsichtig um jede Ecke gehe, aber das ist mir irgendwie ein bisschen unheimlich hier. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich mache schon mal die Barriere da unten weg.
Alter, was heißt da unten? Ich wollte nur eben gucken, ob es hier weitergeht. Also ob hier eine Tür ist, wo verlassen dran steht. Wenn wir die betreten wollen. Höhle der Lügen. Oh. Oh. Oh shit. Nee. Nee, da gehe ich noch nicht durch. Tut mir leid. Wir gehen erstmal nach rechts. Mit dem Dicken da wollte ich ehrlich gesagt noch nicht spielen. What the? Komm mal da runter bitte. Au! Ist die gerade gestorben vom Sturz? Ich sehe da gar nichts. Ich schieße gerade auf nichts. Ich weiß nicht, was da, auf was ich da jetzt genau geschossen habe. Oh. Das ist ein tiefes Loch. Gut, dass mich die Schädel hier ein bisschen mehr angezogen haben als das Ding da. Diese Tür ist verschlossen. Ja, toll. Noch so ein Loch. Oh, shit. Aua! What the... Ach ja, sicher. Wie weit ist der mir denn nachgelaufen? Der grillt uns. Der hat uns einfach gegrillt. Was sind das denn für Penner-NPCs, Alter? Oh. Ja, vor allem jetzt habe ich den Dicken hier wieder am Backen kleben. Oh, warum... Verrät mir mal einer, warum der immer eine Doppelwaffe ausgerüstet hat, wenn ich anfange mit ihm zu spielen. Hau ab jetzt. Gehst mir auf den Nüsse hier. Ehrlich, ey. So, wo sind die Flieger hier? Ja, mach doch. Gerade. Das sind Momente im Spiel, wo ich echt sauer werden könnte. Aber ich verkneif's mir diesmal. Passt der Dicke durch die Tür vorne? Ich geh mal davon aus, wa? Alter! Zum Glück stößt uns das mittlerweile nur noch zurück. Den werde ich so oft platt machen, bis er nicht mehr wiederkommt. Die Viecher sind echt alle extrem lästig hier gerade. Die stehen einem nur im Weg rum. Komm. Jetzt hat er gerade aus Versehen wieder einen Tritt gemacht. Soll ja doch gar nicht. Zumindest im Moment nicht. Ach, was machst du denn hier oben? The fuck, wo kommen die auf einmal? Das ist jetzt ein Scherz. Der hat uns gerade in den Abgrund geschoben. Alter Vater, ey. Ich weiß schon genau, wie diese Folge heißen wird. Lästige Gegner. Weil es einfach so ist. Hier mir gerade alle hammerhart auf die Nüsschen. Ich kassiere es jetzt trotzdem noch ein. Ich würde mal interessieren, wo die alle auf einmal gerade hergekommen sind, ey. So viele Gegner haben wir doch davor noch nicht gehabt.
komm, lass den Mist und kassier deine Schläge wie ein Mann. Oder eine Frau, je nachdem, was du bist. Wenn es denn bei euch Ruhe überhaupt Geschlechter gibt. Jetzt sind die wieder weg. Ach komm, leck mich, du Penner. Patrouillier deinen dämlichen Gang zu Ende hier. Kommt der blöde Affe da oben jetzt noch runter oder? Ach, dann bleib halt da oben. Boah. Die nerven gerade echt. Da will man hier wieder zurück und dann lassen die einen nicht. Das ist echt übel. Wenn man die vorher anschießt, krepiert die einfach. Machen wir mit der mal auch. Ey. Aua. Weiß mich nicht. Hoffentlich kommt der Blödmann, der uns hier vorhin gegrillt hat, nicht jetzt schon wieder, ey. Hallo. Danke. Ist das die eine Tür, die wir von der einen Seite nicht auf... Ah. Oh. Boah, ich habe gerade erst gedacht, da wäre ein fetter Abgrund, ey. Wo sind wir hier jetzt? Ach, wir sind wieder bei Jetka. Ach komm, das war unfair. Ja, möchte ich öffnen. Das ist doch nice. Die haben wir uns jetzt aber noch redlich verdient. Bevor die Folge jetzt gleich ihr Ende findet. Und wir haben Stabgriff und Rückgratschlitzer. Ja. Warum ist denn der Stabgriff? Egal. Wie gerade angekündigt, sind wir am Ende der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Falls ich was vergessen haben sollte oder ihr was zu bemängeln habt, gerne ab unten in die Kommentare damit. Lese ich mir auch durch. Und dann verabschiede ich mich hiermit. Macht's gut. Ciao.